voll cool. Fein. Fein, fein. Herrlich. Ich danke dir. Ich danke dir. War mir eine Freude. War ein Vergnügen meinerseits. Okay. Patschi. Patschi. Da freue ich mich schon aufs nächste Hefe. Geil. Mit Olympiasieger Erik Frenzel sind wir von hochgeistigen Sportgetränken noch genauso weit entfernt wie vom Gipfel. Hier auf der anderen Seite des Falkenstein im Schusterweg. Holger im Vorstieg an der Porzellankante. Eine der schönsten Passagen in diesem Weg für Genießer. Jetzt Erik. Naja, und da sieht man schon, dass er ab und an zumindest schon mal in der Kletterhalle unterwegs war. So hoch ist dort ewig keiner mehr angetreten. Wie viele Stunden Dehnung hast du jeden Tag im Trainingsplan stehen? Ja, also sollte eigentlich mindestens eine Stunde. Im Winter ist es meistens mehr, im Sommer jetzt eher weniger. Kommt dir hier, glaube ich, auch zugute. Beneidenswert beweglich, der smarte Topathlet. Das hilft auch im berühmten Kriechband, wo es scharrt und kratzt und schnauft. Weiß ich auch, warum das Kriechband heißt. Kleiner Tipp noch für alle, die hier möglicherweise auch mal hinauf wollen. Je weiter man sich nach außen traut, desto einfacher klettert sich diese Passage. Du gehst hier relativ leichtfüßig hoch, bei allem, was wir bisher erlebt haben. Da kommt dir deine sportliche Grundausbildung und deine Feinmotorik schon entgegen, oder? Ja, sicherlich. Als Kombinierer ist man natürlich sehr vielseitig ausgebildet, was koordinativ, Kraft, Ausdauer, das ist alles so ein bisschen da. Man kann damit gut handhaben und das kommt mir sicherlich auch hier ein bisschen mit zugute. Außerdem wiegst du wahrscheinlich nur reichlich die Hälfte von mir. Das kommt dir wahrscheinlich weiter. Ja, so viel wahrscheinlich nicht ganz, aber wir gucken mal weiter. Ja. Es wird noch spaßig. Sehr schön. Halbzeit. In gut 40 Metern Höhe. Über eine kurze Reibungsplatte erreichen wir danach die berühmteste Nase der Sächsischen Schweiz. Dem Erstbegeher dieses Weges, Herrn Oskar Schuster, darf und soll hier jeder Bergsteiger an den Reliefzinken fassen. Bringt Glück. Das bringt Glück? Ja. Kletterpionier Schuster war zu Beginn des letzten Jahrhunderts übrigens der Erste, der für die Bergsteigerei im Sandstein konkrete Regeln formulierte. Denn bald schon wagten sich die Kletterer aus den Schlotten der Kamine hinaus. Zunächst in die Rissspuren der Felsen, die eine ganz besondere Technik erforderten. Nicht nur, was das Festhalten betraf, sondern auch die Selbstsicherung. Bis heute werden zu diesem Zweck vorzugsweise Schlingen benutzt. Nur wer die gut und auch sicher legen kann, der fällt im Falle eines Falles nicht bis ganz nach unten. Denn Ringe werden nur spärlich geschlagen im sensiblen Gestein, Mindestabstand 3 Meter, was schon mal 6 Meter Fallhöhe bedeutet, mindestens. Es gibt nämlich viele, viele Wege, in denen der Kletterer keinen einzigen Ring findet. Sächsische Spezialität sind auch solche Bergabenteuer. Baustellen. Dort, wo man den nächsten Griff nicht erreicht, darf man es mit der Räuberleiter versuchen. Oder aber, auch das gibt's nicht selten, der kühne Gipfelstürmer wagt einen Flug über den Abgrund. Sprünge gelten als anerkannte Begehungen in Sachsen. Als Klettergipfel sind übrigens nur freistehende Felsen zugelassen. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Massivwände im Elbsandstein tabu.
Gleiches gilt fürs Magnesia, was anderswo gegen schwitzige Hände hilft und besseren Griff ermöglicht. Beim Sportklettern genauso wie beim Bouldern. Maximalkraftklettern ohne Seilenabsprunghöhe. In der Sächsischen Schweiz maximal eine Aufwärmübung. Alles gut und schön, anspruchsvoll und ethisch sauber, traditionsbewusst und wohl auch einzigartig in der Welt, nicht ganz ungefährlich allerdings und auch nicht unbedingt weltoffen. Denn die halbe Welt geht inzwischen Sportklettern, weshalb der Status quo gerade im Jubiläumsjahr der sächsischen Kletterei diskutiert werden darf und diskutiert werden muss. Und dem muss man einfach auch Rechnung tragen. Man darf sich dann nicht bloß beschweren, dass die sächsischen Felsen eben an bestimmten Stellen quasi überstrapaziert werden, sondern man muss andere Angebote schaffen, wo man den anderen auch eine Spielwiese gibt. Und dann braucht man sich dann auch nicht drüber aufregen. Also ich fände es gut, wenn so massive freigegeben werden und man dort vielleicht ein bisschen was Neues machen könnte. So. Also verändern würde ich jetzt die Touren deswegen nicht. Unbedingt, weil die sind ja schon zum Teil ein Denkmal der damaligen Epoche. Ja, und es wäre ganz schade, wenn die schönen Felsen jetzt bloß für ganz wenige da wären oder für Auserwählte. Darüber könnte mancher stundenlang debattieren. So viel Zeit haben wir leider nicht. Wir wollen weiter im Schusterweg. Olympiasieger Erik Frenzel jetzt an der interessantesten Stelle. Am Einstieg zum unteren Reitgrat. Ist links über dem Fuß müsstest du einen großen Tritt haben. Wenn du den erwischst, hast du gewonnen. An dieser Stelle sind schon ganz andere Leute schier verzweifelt. Aber Erik kämpft. Und er lernt, hier klettert man nicht nur mit Armen und Beinen, sondern am besten auch mit Köpfchen. Irgendwie versuchen rumzudrehen, Erik, dass du mit dem Rücken an die Wand kommst. Und wie fühlt sich das jetzt an, Erik, wenn man mal was anderes klettert? Ja, also es ist auf jeden Fall immer Abwechslung. Gerade zum in der Halle klettern macht das immer einiges mehr Spaß. Es ist mal anspruchsvoller von dem her, dass man der ganze Körper irgendwie im Einsatz mit ist. Also macht sehr viel Spaß. Freut uns, dass ihm das Lachen nicht vergangen ist. Sportlich entspannt, aber wenigstens mit leicht erhöhtem Puls, erklimmt der Olympiasieger die letzten Meter hinauf zum Gipfel. Wir haben unser Versprechen eingelöst. Den Rest können wir frei machen. Summit. Sehr schön. Danke, Bruder. Danke dir. Haben wir uns auch mal gedrückt. Ja. Ja. Sehr schön. War eine coole Tour. Erik, der Holger ist schon wieder fleißig, hängt uns schon die Abseile ein. Mit dir wollen wir das natürlich noch kurz besprechen. Sonst kommt immer gleich nach dem Ziel die Frage, wie lief's? Ich frage dich heute, wie stieg sich's? Ja, sehr gut. Also hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerade der Holger hat natürlich super vorgestiegen, das Ganze. Und das ist natürlich alles angenehm, dann nachzusteigen und dann zu sehen, wie das alles schon mal funktioniert. Und war eine tolle Erfahrung für mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir es irgendwann noch mal wiederholen. Wann immer du mal wieder Lust hast, du bist ein gern gesehener Gast. Das war schön, danke. Tja, und das war's dann auch schon mit unseren luftigen Abenteuern rund um den Falkenstein. Mehr Informationen finden Sie wie gewohnt bei uns im Internet auf der Seite www.mdr.de/biwak. Ab sofort gibt's dort auch unsere interaktiven 360-Grad-Panorama-Galerien. Probieren Sie das gern mal aus und navigieren Sie ganz bequem zu Hause am PC durch die faszinierende sächsische Schweiz. Wir bleiben gleich hier, denn schon nächste Woche gibt's die nächste Biwak-Sendung aus dem Elbsandstein. Allerhand zum Staunen, zum Schmunzeln und zum Mitzittern ist dabei. Kleine Bildervorschau gibt's gleich. Ich sag schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mittwoch, 21.15 Uhr, hier im MDR. Thank you.